Gern gestalten Auto undreifen, mir ohne Batterien. Da tun als Kandidaten müssen machen, für sich den Ticket an Final zu sichern. Das ist keine einfache Challenge, aber wir haben für euch so vereinfacht, dass ihr ohne Problem an eurer Klasse nur machen könnt. Heute geht es um Chemie und Elektronik. Um Kompetition und Spaß. 3, 2, 1, Take off! Mit einer Batterie aus Zitronen hat den Timothy sämtlich an das Final gepackt. Aber in der Welt könnt ihr euch heute den originalen Challenge angucken. Wie bastelt in sich selber eine Batterie von 3 Volt? Die Regeln sind einfach. Die erste Kippe, die mit ihrem Multimeter 3 Volt misst, die hat gewonnen. Gebt eure Schüler nochmal für ein paar Minuten Zeit, für zu überlegen, was mögliche Methoden könnte sein. Das ist für zu evitieren, dass die Schüler sich einfach an den Challenge heranstürzen, weil du nur geht es darum, wen am sichersten ist. Und heute ist es doch wichtig, ihnen schon das Schema zu gehen, für das sie nicht bei Null anfangen. Und da kann die Kompetition auch schon losgehen. Ich weiß nicht, wie eine Methode wen und diesen Challenge hochgehen kann. Eigentlich braucht man just ein Grumpa, ein Koffer Draht und einen Zinkknoll. Und schon haben wir eine Mini-Batterie. Mini, weil wir hier nicht viel Strom haben und noch schüsst eine Spannung von um die 0,8 Volt. Mit dem Prinzip haben wir aber schon. Der Koffer, der das als Kathode, also die Positiv-Elektrode, und den Zinknoll als die Negativ-, also die Anode. Und Grundbau, der das als ein Elektrolyt. Säure bannen dran, die können Chargen transportieren. Was genau bei den Metallen an der Grumpa geschieht, das hat euch Joseph an der Episode erklärt. Die könnt ihr heute nicht gucken. Aber wenn ihr Männer wie 0,8 Volt habt, dann passt mal auf Folgendes ab. Für das die Reaktion gut kann auflaufen, muss die Kontaktfläche meistens groß sein. Und das kriegen wir hin, indem wir den Null an den Koffer droht mit Schleifpapier anrauen. Und sie dann noch möglichst weit und Grumpa rausstürchen. Wir haben also hier um die 0,8 Volt und wir brauchen da aber 3. Also soll darauf kommen, dass sie einfach pur Grumpa Batterien an Serie geschalten. Batterien an der Fernsteuerung vom Auto sind auch an Serie geschaltet. Und dafür muss man einfach den Koffer droht mit dem Zinknoll von der nächsten Batterie verbannen. Das mache ich mit Krokodilsklammern. Kann ich aber auch normal Kabeln holen. Auch schon haben wir eine Spannung von 1,8 Volt. Das mache ich also so lange, bis ich auf meine 3 Volt komme. Hier muss ich just aufpassen, dass den Zinknoll an den Koffer droht sich an der Grumpa nicht berühren. Und heute sind wir schon auf über 3 Volt, das ist heute den Challenge schon gewonnen. Und mit 3 Volt kann ich sogar ein kleines LED und Gur bringen. Diese Licht zwar just ganz schwach, weil wir nicht viel Strom haben, aber sie liegt. Das Ganze gibt noch besser, gehen, wenn man Zitrone geholt hätte, weil du einfach mehr ein starkes Säure dran hast. Es geht aber auch mit anderem Obst oder Gemüse, zum Beispiel mit einer Banane. Oder aber auch mit Lesungen, zum Beispiel mit einer Salzlesung oder Cola. Diskutiert nur noch zusammen am Grupp, was bei euch gut funktioniert hat, aber was vielleicht nicht so gut. Und wir sind natürlich auch vielwitzig, ob ihr Schüler auf kreative Lesungen gekommen sind. Dafür schreibt das gerne in den Kommentaren. Merci fürs Zugucken und vergesst nicht, euch ein Abo zu lassen.